So, jetzt willkommen wieder zurück auf unserem Kanal. War gerade dabei, den Herrn Brok mal wieder hier zu mahnen. Wie gesagt, Herr Brok, Sie stehen hier, erstens habe ich Sie ganz beobachtet, ich bin auch, muss ich Ihnen auch sagen, ein bisschen gefolgt die ganze Zeit. Sie stehen jetzt hier und blockieren erstens schon mal die Straße, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, da stehen Sie auch noch ohne Warnblinkanlage, die an ist. Normalerweise geht das so nicht, ne? Erstmal, ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt nervig ist, aber ich kann ja die Gülle nicht anders zapfen. Also, wir brauchen unsere Felder, damit die Pflanzen wachsen. Ja, das ist auch korrekt. Das ist sicher, da sagt ja auch keiner was, aber dann würde ich Ihnen raten, dass Sie vielleicht ein bisschen seitlich dann reinfahren, so dass noch andere Leute dann auch dran vorbeifahren können, weil das ist definitiv nicht privat, die Straße. Ja, ich bin in Zeitung, aber ich nehme es zur Kenntnis und habe es nächstes Mal mal gewarnt. Ja, viel näher kannst du da jetzt nicht machen. Guten Tag. Ja, aber ein bisschen, ja, und machen dann wenigstens eine Warnblinkanlage an und versuchen dann eben schnellstmöglich die Straße wieder freizuräumen. Ja, ist voll, ich kann jetzt weg. Ja. Alles klar, Sie können fahren. Ach, Herr Temming, ja, es ging um Ihren Kollegen, das könnten Sie vielleicht auch nochmal sagen, der hat hier ein bisschen die Straße blockiert. Ich habe nur Probleme mit ihm, ich muss weiter. Alles klar, ich fahre auch weg, Herr Brock, ich mach Platz. Wieso ist der Herr Temming? Das ist kein Praktikum. Herr Temming, jetzt halten Sie mal Ihre Klappe, jetzt fahren Sie weg hier. Herr Dose, Sie stehen im Weg, ich kann nicht vorbei. Und das ist der Taser, der hat ein unglückliches Verhalten. Du bist rausgeschmissen. Seh, dass du das Feld fertig kriegst und geh. Interessiert mich nicht. Aber hier keine Schlägereien, bitte, ja? Schicken Sie uns einfach eine Bewerbung und dann werden wir das nächste Woche bearbeiten. Ich muss die Straße räumen. Ja, ich bin im Moment auf Jobsuche wahrscheinlich. Den Schwarz Sonderlack, der ist bestimmt. Ja, bist du Dortmund-Fan oder was? Au, au, au. Oh, ich bin hoch. Ja. Das kann ich hören. Der Bewusstsein ist nicht poliert, sondern lackiert. Jetzt mal. Ah, wer kommt denn da? User joined your channel. User left your channel. Gülletechnik ist Modul 2. Josken Modulo. Ja. Klopf, klopf, klopf. Jo, dann was haben wir noch? So Ding für die Forst, wie nennt man das? Die Fräse da. Ach, eine Forstfräse meinen Sie? Ja, die... und da die Biobelt. UM300. Biobelt. UM300, jo. Dann brauchen wir noch einen Bagger, den Hitachi-Dinger da. Einen
Bagger, einen Bagger, einen Bagger. Ja. Und da als Aufsatz einmal den Baum verlanter. Ja. Und einmal die Zange. Den CFB16 oder den Poltergabel oder die Krebfork? Ja, Krebfork. Krebfork. Jo. Ja, und das wär's, aber dann hätte ich noch meinem John Deere, wie schnell hätte das gegangen, wenn man einen anderen Motor einbaut hätte. Zurzeit bin ich noch unterwegs beim Güllefahren. Wir können einen Termin ausmachen, dann ginge das schneller. Ja, das ist mir gleich. Haben Sie nachmittags wegen 16 Uhr Zeit? Der ist auch schon früher gegangen. Weil mir ist gleich, wie lange der jetzt weg ist. Ich sollte den halt so schnell wie möglich wieder hauen. Vor 16 Uhr wird schwierig, da habe ich keine Zeit. Okay, ja, ich stelle trotzdem mal unter, ne? Ja, Sie ich können den unten hinstellen, dann mache ich das. Ja, fängst du, wenn du Zeit hast. Motor John Deere. Das ist der letzte 6R bei der Mittelgroße. Und da, was ist das jetzt für ein Motor? Muss ich nochmal gucken. Den 6600R. Ja, ja. 6600R, jo. Ja. Und für den Rest halt das Angebot. Jo, mache ich ihn fertig, sage ich Ihnen dann. Okay. Jo. Tschüss. Klopf, klopf. Moin. Moin, Herr Schröder. Ich war schon bei Herr Ellmann und bei den Herrn Temming. Oh. Ich habe gehört, hier soll eine ältere Dame wohl umgebracht worden sein. Ich habe es nur gehört, dass, bin jetzt ganz am Suchen und wir sind ja ein kleines Dorf und jeder kennt ja jeden. Haben Sie da irgendwas mitgekriegt? Es soll eine Dame umgebracht worden sein. Ja. Und wo ungefähr? Oder wo ja, das ist... Wo die umgebracht worden ist oder so, ich habe jetzt nichts gehört. Ja, das ist nämlich das Komische. Also wir sind ja wirklich hier auch klein und... ich meine, sowas will mir als erstes mitkriegen. Ich habe auch kein sonstiges Mitbürgern hier. Das soll hier in Ellerbach sein. Und wir sollen jetzt hier gucken, aber wir können ja nicht hier blind alle Wälder jetzt durchsuchen. Ne? So viele Mannschaften haben wir nicht. Die meisten sind hier jetzt auch noch eine Fortbildung. Also ich bin auch komplett alleine nächsten zwei Tage. Das funktioniert nicht. Deswegen wollte ich jetzt mal hören, ob sie irgendwas mitgekriegt haben. Nö, also ich habe nichts mitgekriegt. Ich habe auch nichts in der Zeitung gelesen, ehrlich gesagt. Deswegen irgendwie komisch. Machen Sie denn nächsten Tagen irgendwelche Arbeiten noch im Wald? Ist da irgendwas noch geplant? Da hätte man ja sagen können, dass man da vielleicht so eine Aktion mal macht, dass man vielleicht die Wälder mal durchsuchen. Ich habe nichts geplant. Ich weiß nur, der Maschinenring hat jetzt eine Bestellung aufgegeben für ein paar Forstsachen. Ich weiß nicht, wann die irgendwas mit Forst machen wollen. Gut, nee, dann würde ich mich an den Maschinenring dann nochmal gucken. Forstsachen sich jetzt bestellt oder wollen ein Angebot dafür und ich weiß nicht, irgendwann wollen die bestimmt irgendwo was machen damit. Gut, nee, dann weiß ich da Bescheid, dann fahre ich mal zu denen und dann werde ich mit denen mal quatschen, wie wir das jetzt da handhaben haben. Jo, okay. Alles klar, ich danke Ihnen. Channel switched. Thank you.
Channel switched. Klopf, klopf. Ja? Yeah, Krüger, wir haben ein Problem. Wo sind Sie denn? Hallo? Ach, da. Servus. Servus. Wir haben ein Problem. Ich habe eine Information bekommen, dass hier eine ältere Dame umgebracht worden sein soll. Ich war jetzt auch schon bei Herrn Ellmann, bei Herrn Temming, bei Herrn Schröder und keiner hat irgendwie was großartig mitgekriegt. Haben Sie hier was mitgekriegt? Ich meine, Ellerbach ist ein kleines Dorf, wir kennt ja, jeder kennt jeden. Nein, mir ist noch gar nichts zu Ohren gekommen in der Weise. Wissen Sie denn, wer den Maschinenring, wer den überhaupt führt? Weil da sollen jetzt Forstgeräte sind jetzt wo bestellt. Eventuell mich mit dem auch zusammensetzen. Wissen Sie, wer da zuständig ist? Boah, lassen Sie mich kurz überlegen, wer das macht. Ja, BGA meinen Sie, ne? Ja, das ist ja, gehört ja zum Maschinenring. Ist das der Herr Eber? Ich glaube, der Herr Müller und der Herr Keugeld machen das. Also der Bürgermeister, glaube ich, ist ja dabei. Und der Keugeld, genau. Alles klar. Nee, dann frage ich mal zu Herrn Keugeld. Dann frage ich den mal. Ja. Dann, wenn Sie aber irgendwas hören oder so, dann melden Sie sich bei mir, ne? Ja, klar, mache ich, Herr Dose. Kein Problem. Alles klar. Ja, super. Danke. Tschüss. Channel switched. So, wo haben wir denn Herrn Feingold? Gut. Wir müssen mal unseren Navi hier anmachen. Das nehmen wir hier. Der Feingold. Wo haben wir den? Ach, der ist ja ganz unten. Ja, jetzt können wir uns nach unten fahren. Ach, unser Streifenwagen. Müssen wir eigentlich auch nochmal nachhaken. Ein schöner Tag, der Dose kann ich singen. Gut, dass mein Kollege nicht da ist. Ja, schon wieder Motor am Zicken hier. So, fahren wir mal hier rein.
Es ist aber hier teilweise echt extrem. So, das ist der Tempel, zu dem will ich nicht. Nicht witzig, nicht witzig. So, dann müssten wir eigentlich jetzt gleich bei dem sein. Na, wollen wir mal jetzt hier hin. Channel switched. Hallo Herr Müller, ja, jetzt hier ist ja aber voll hier. Irgendwie hat der Herr van Broek kann nichts mehr sehen. Schönen Tag zusammen. Ich wollte eigentlich zu Herrn Kaibold, aber ich sehe gerade, Rettungswagen, ist hier irgendwas passiert? Ja, der Herr van Broek hat irgendwelche Probleme mit den Augen, er sieht nichts mehr. Und das, meine Möglichkeiten, die ich habe, habe ich ausgeschöpft. Da ich halt auch kein Notarzt bin, sondern nur Sanitäter. Also ich habe die Augen ausgespült und wir müssten gucken, dass wir irgendwo einen Notarzt herbekommen. Ja, noch verbinde mit dem Notauge, dass er nichts mehr mit der Auge, dass die sich nicht mehr bewegt. Dann müssen wir das mal vielleicht in der Zeitung reinsetzen, Herr Ellmann, dass wir da so einen Notarzt noch suchen. Das müssen wir dringend in der Presse reinsetzen, weil das geht ja so nicht dann, ne? Ja. Ja, das kann ja der Bürgermeister übernehmen. Genau. Aber ansonsten ist ja soweit ja, denke ich mal, der Broek da auch behandelt. Ne? Aber das heißt auch für Sie, Herr Broek, Sie dürfen weder. Sie sehen was. Jetzt auf einmal sehen Sie was, wo ich gerade sagen wollte, Sie dürfen nichts mehr fahren. Ich sehe ein Tamming Manitou. Sehen ein Manitou. Herr Broek, sehen Sie auch irgendwelche Karnickel? Nee. Das sehen Sie nicht. Wenn Sie vom Scheinwerfer von der Biogasanlage eine Kamera aufstellen, theoretisch, dann würden Sie genau die Perspektive sehen wie ich. Aber einen Psychiater brauchen Sie noch nicht. Nein, noch nicht. Aber ich wollte auch kündigen. Gut, zum Thema Kündigung und Psychiater. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute. Genau, liebe das. Leute, guckt bei den anderen vorbei beim SABD und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss!